Hallo, meine Lieben, heute bereiten wir eine fantastische mit Äpfeln gefüllte Ente zu. Das Rezept ist nicht nur gelingsicher, es ist auch sehr einfach. Das Fleisch ist so zart und fällt nur so vom Knochen. Viel Freude beim Anschauen, Nachbereiten und Genießen. Dazu haben wir eine ganz leckere Soße aus der Brühe von der Ente. Kann man gerade so mit Händen, wenn die jetzt nicht so heiß wäre, könnte man die mit den Händen kaputt machen. So, jetzt habe ich einen Knochen. Mal. Wow, ganz zart. Hier habe ich meine Ente. Sie taute auf von heute früh bis heute jetzt Abend. Ist sie jetzt endlich aufgetaut, war in meiner Küche. Also es braucht schon Zeit, wenn man so eine tiefgefrorene Ente nimmt. Ich habe sie unter fließendem Wasser ausgespült. Jetzt hat sie hier und da noch Reste von den Federn. Und da, wo man das gut rauszupfen kann, hole ich das raus. Entweder so mit Händen, wenn man dran kommt, oder mit einer Pinzette, einer sauberen Pinzette. Jetzt hat die hier hinten so Salze. Schaut mal, diese. Und die muss man ausschneiden. Ich habe hier ein scharfes Messer. Jetzt hole ich das mal raus. Schaut mal, man sieht es gleich. Schaut mal, diese Noppen hier, das muss man ausschneiden. So, einfach mit einem scharfen Messer ist auch gar nicht schwer und man erkennt es wirklich sofort. So, das auch. So, schaut mal, hier habe ich ganz viel Fett. Ich schneide es eigentlich, man kann es wegschneiden, aber ich mache das nicht, weil das ja nun mal wirklich so Geschmackfett schmeckt. Jetzt mache ich den Rub dazu. Das heißt, ein Esslöffel Knoblauchpulver. Dazu gebe ich Salz und zwar auch einen ganzen Esslöffel. So. Pfeffer. Einen Teelöffel, Pfeffer schwarz gemahlen und Paprika edelsüß, davon auch noch einen Teelöffel. So, alles gut vermischen. Die Ente werde ich jetzt mit dem Rub schön einreiben. So. Mache das auch von innen. So, von allen Seiten. Noch ein bisschen Rupp ist übrig. Damit reibe ich hier die Innereien ein. Die sind noch ein bisschen tiefgefroren. Und die kommen hier dazu. Das schmeckt auch sehr gut. Muss man nicht wegwerfen. Super. Ente kommt jetzt für mindestens 5 Stunden in den Kühlschrank. Die wird bei mir jetzt über Nacht im Kühlschrank sein. Ich brauche sie morgen Abend. Perfekt. So ist es gut. Ab in den Kühlschrank. Hier habe ich die Ente, die war über Nacht im Kühlschrank. Ich habe Äpfel, schaut mal, in so große Stücke geschnitten. Ich schäle sie nicht. Die wird jetzt damit gefüllt. Und ich gebe noch ein paar Trockenpflaumen dazu. Nun nehme ich Zahnstocher und steche das so durch. Dann kann man das wunderbar zusammenhalten. Jetzt schaut mal, wenn ich die jetzt ohne zuzubinden backe, dann stehen dann irgendwann mal die Beine auseinander. Deswegen werde ich das jetzt zusammenbinden. Und zwar gibt es eine Schnur zu kaufen. Die da heißt Bratengarn. Jetzt binde ich hier die Beine zusammen. Ich drehe das um. Und hier, das sollte man auch zusammenbinden. Dafür nehme ich die Schnur, leg sie hier unten drunter,
Manche schneiden die Teile auch ab, die Endung von den Flügeln praktisch, aber ich finde es so lecker, so knusprig. Die schneide ich nie ab. So, und so zusammenbinden. Der Backofen heizt gerade vor auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. Ich gebe die Innereien nebendran und nun kommt Alufolie. Luftdicht verpacken. Die andere Seite. Und jetzt kommt es in den Backofen für 2,5 bis 3 Stunden. Nochmal hier so rum. Und ab in den Backofen. Es sind bald 2,5 Stunden rum. Ich habe hier Kartoffeln geschält. Schaut mal, und schneide sie so, schaut mal, in so große Stücke, nicht zu klein, besser. Eine große Karotte habe ich auch geschnitten. So. Ein schöner Gruß von der Erde an euch. Schönes Herzchen. Okay, jetzt gebe ich darüber einen Teelöffel Paprika edelsüß, Rosmarin, einen Teelöffel. Dann werde ich das salzen. Mal schauen. Ein Teelöffel Pfeffer und so um die 3 Esslöffel Pflanzenöl. Gut, das Ganze verrühren. 2,5 Stunden war die Ente jetzt im Backofen. So. Uiuiui. Das duftet hier richtig, richtig herrlich. Ich nehme mir von dieser Brühe, die da schwimmt, daraus mache ich jetzt Soße. Der Backofen heizt gerade weiter. Jetzt gebe ich die Kartoffeln und Karotten da drauf. Und nun geht es wieder in den Backofen. Ohne Folie jetzt soll die Ente schön braun werden. Die Brühe habe ich fast komplett abgeschöpft. So. Jetzt ab in den Backofen noch. Die Brühe, die ich gerade bei der Ente rausgeholt habe, habe ich gerade durchgesiebt, einfach, dass es ein bisschen feiner ist. Und das kommt jetzt aufs Herd, das sind ca. 300 Milliliter. Jetzt habe ich hier 100 Milliliter Wasser und rühre hier, schaut mal, eine sehr gut gehäuften Esslöffel Speisestärke, rühre ich ein. Mit der Speisestärke verdicken wir die Soße, dass sie nicht so flüssig ist, sondern ein bisschen sämiger wird. Schaut mal, die Brühe habe ich jetzt zum Kochen gebracht und jetzt gebe ich ein bisschen von der Speisestärke, also wirklich nur 2 Esslöffel, umrühren und warten. Nee, man merkt schnell, das ist noch zu wenig gewesen. Ich gebe noch ein bisschen, 4 Esslöffel. Und jetzt sollte es köcheln und wenn man das köchelt, das merkt man schon nach ein paar Sekunden, ob das dick genug war oder nicht. Schaut mal, so ist es fein, perfekt. So braucht man das. Jetzt gehe ich wirklich auf die ganz schwächste Hitzestufe, dass es nur so vor sich hin, nicht mal köcheln, sondern so warm bleibt, ne? Bis die Ente fertig ist. Die Ente war jetzt noch mal circa 50 Minuten im Backofen. Einfach mit dem Messer probieren, ob die Kartoffeln schön weich sind. Perfekt. Schaut mal, die hat auch so schöne Farbe bekommen. Ich befreie die Ente von den ganzen Fäden und wir haben ja noch Zahnstocher drin. So, fertig. Sehr, sehr einfach. Probiert es unbedingt aus. Vielen Dank für das Anschauen. Wenn euch das Rezept gefallen hat, bin ich für ein Like sehr dankbar. Ich wünsche euch nur das Allerbeste. Bis zum nächsten Video. Eure Xenia. Köstliche Soße drüber. Oh, lecker. Löst sich gerade so vom Knochen. Perfekt gewürzt. Da wird jeder glücklich sein.